das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Das hier ist 1984. In den USA regierte Ronald Reagan. Auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs sollte Michail Gorbatschow noch ein Jahr warten. Und ich erinnere mich noch ganz genau an die ellenlangen Kolonnen von Militärfahrzeugen, die wir auf der Autobahn überholten, als ich mit meinen Eltern in den Urlaub fuhr. Das war die Hochzeit des Kalten Kriegs und ein völlig normaler Anblick. Und wenn man sich anschaut, was heute die NATO-Staaten auf ihrem Gipfel in Madrid beschlossen haben, dann weckt das Erinnerungen an diese Zeit. Nach Putins Überfall auf die Ukraine rüstet der Westen wieder auf, um vor allem einem die Stirn zu bieten, dem Kriegsführer aus dem Osten. Aus Madrid berichtet Natalia Bachmeier. Wenn man die Wichtigkeit eines Gipfels an der Aufmerksamkeit der Medien messen will, dann ist dieser hier sehr wichtig. 2000 Journalisten sind akkreditiert, eine halbe Messehalle ist für sie freigeräumt worden. Und zur Stärkung gibt es in der Kantine Ensaladilla Russa, russisches Salätchen. Keine Ironie, nein, einfach ein Klassiker der spanischen Küche. Joe Biden jedenfalls dürfte das für einen guten Witz halten. Wladimir Putin habe ein neutraleres Europa gewollt. Und jetzt hat er sein Salätchen. Putin wollte Europa finnlandisieren. Stattdessen kriegt er jetzt mehr NATO. Das gefällt ihm überhaupt nicht, aber es muss getan werden, um die Sicherheit Europas zu garantieren. Seit der türkische Präsident Erdogan gestern dem NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens zugestimmt hat, ist ein Problem schon mal abgeräumt. Aber es bleibt auch so noch genug zu tun. Die Truppenpräsenz an der Ostflanke der NATO wird verstärkt. Dazu gehört auch die der Deutschen in Litauen. Auch die Amerikaner wollen deutlich mehr Truppen stellen, vor allem in Polen. Und die Zahl der Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft soll von 40.000 auf 300.000 erhöht werden. Das hier ist das neue strategische Konzept der NATO. Das alte wurde vor 12 Jahren verabschiedet und wirkt in der aktuellen Großwetterlage angestaubt. Das hier ist ganz anders als das, was wir damals beschlossen haben. Wir sagen klar, dass Russland die größte und unmittelbarste Bedrohung unserer Sicherheit ist. Bisher galt Russland als strategischer Partner. Auch Deutschland denkt um, das betont Olaf Scholz hier in Madrid gerne nochmal. Mehr Geld, mehr Soldaten, mehr Material. Aber woher nehmen? Die Frage stellt sich öfter. Die Ukraine zum Beispiel bekommt Panzerhaubitzen. 12 hat sie schon, jetzt kommen nochmal 6 dazu. 3 davon aus Deutschland, was der Verteidigungsministerin nicht leicht fällt. Ich muss Ihnen sagen, diese 3, die wir jetzt aus Deutschland abgeben, das ist schon, damit gehe ich schon an die absolute Grenze dessen, was verantwortbar ist. Volodymyr Zelensky hat jedenfalls heute noch einmal per Video erklärt, die Ukraine benötige mehr Geld und Waffen. Was für die einen nach viel aussieht, ist für die anderen bei weitem nicht genug. Markus Preis ist für uns in Madrid. Ja, wir hören, mehr Verbündete, mehr Truppen und ein klarer Feind. Im Strategiepapier heißt es, ein Angriff Russlands auf ein NATO-Land könne nicht mehr ausgeschlossen werden. Hält man das wirklich für ein realistisches Szenario? Na, die NATO ist ja ein Verteidigungsbündnis und da geht es nicht um die Vorhersage, dass das wirklich passiert, sondern nur um die Möglichkeit, dass es passieren könnte. Und da hat sich die Einschätzung gegenüber Russland jetzt eben massiv geändert. Man sieht, Russland ist willig, einen Krieg zu führen, wenn es seinen Interessen dient. Russland hat auch schon mehrfach gedroht, anderen Ländern, ohne das zu spezifizieren, mit Konsequenzen, die es in der Geschichte noch nie gegeben habe. Man beobachtet sehr genau, dass Belarus letztlich nur noch ein Aufmarschgebiet für das russische Militär ist, jedenfalls wenn Moskau so entscheidet. Und entsprechend sieht man eben diese Möglichkeit als nicht ausgeschlossen. Und ein Verteidigungsbündnis wie die NATO bereitet sich dann eben genau darauf vor. Nicht nur Russland wird nun als Bedrohung genannt, auch China, so sagt der Generalsekretär, sei eine ernste Herausforderung. Auch das ist neu.
Ja, das ist neu und das spiegelt eben die Veränderungen auf der Welt wider. Das letzte strategische Konzept ist aus dem Jahr 2010. Da spielte China nicht so diese Rolle. Das hat sich geändert. Vor allen Dingen die USA haben den Blick sehr stark Richtung Peking gerichtet. Und das spiegelt sich eben auch in der NATO wider. Heute waren auch, obwohl es ja eigentlich um den Nordatlantik vom Namen her geht, auch Länder wie zum Beispiel Japan oder Südkorea oder Australien hier eingeladen. Aber dieser Kurs, der ist in der NATO nicht unumstritten. Vor allen Dingen die osteuropäischen Staaten sagen, wir sehen doch, Putin ist unser Hauptproblem. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Und Länder wie Deutschland zum Beispiel, die haben aktiv versucht, dass eben von China als Herausforderung eine Rede ist und nicht als Risiko oder gar Gefahr, weil man einfach wirtschaftliche Interessen auch da hat und nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen will. Danke, Markus. Und von Madrid gehen wir direkt nach Moskau zu unserer Korrespondentin Ina Ruck. Ina, dass die neue NATO eine Provokation für Russland ist, ist klar. Nur lässt man sich das auch anmerken? Ja, absolut. Das ist eine Provokation. Das ist ein schwerer Schlag für Russland. Das wird hier auch sehr deutlich. Es äußert sich vor allem die zweite Reihe, die aber sehr deutlich. Der Vizeaußenminister hat heute gesprochen von einer zerstörerischen Politik der NATO, die nur der Sicherheit der eigenen Mitglieder schade. Das klang wie eine kleine Drohung. Er spricht von der NATO als Werkzeug der Amerikaner. Die Amerikaner, die überhaupt Druck ausgeübt haben, um diese NATO-Erweiterung zu erzwingen. Und wieder heißt es dann, man müsse doch in der Ukraine eingreifen, weil dort ja auch man gegen die Aggression der NATO sich stelle. Die NATO, die vermeintlichen Neonazis in der Ukraine, so heißt es hier ja immer, nur benutze. Also die Stoßrichtung war ganz klar. Interessant war, dass das Staatsfernsehen hier gestern Abend urplötzlich Satellitenbilder zeigte vom Tagungsort der NATO in Madrid. Es hieß dazu, das sei sicherlich der bestbewachte Ort der Welt im Moment, aber Russland könne vom Kosmos alles sehen. Man habe auch gute Satellitenaufnahmemöglichkeiten. Es gab dann noch Bilder vom Bundeskanzleramt in Berlin. Es gab Bilder vom Pentagon. Auch das wirkte wie so eine kleine halbgare Drohung, aber es war vor allem sicher Ausdruck dessen, wie entsetzt man hier im Moment gerade tatsächlich ist. Und wie könnte Putin reagieren? In der NATO hält man ja sogar einen militärischen Angriff nicht mehr für ausgeschlossen. Naja, so unterschwellige Drohungen wird es natürlich weiter geben. Im Moment, denke ich, wird erstmal viel davon abhängen, was die NATO tut, was wo stationiert werden wird. Russland wird darauf reagieren. Putin hat das heute genauso gesagt. Erstmal sehen, was da hingestellt wird an NATO-Gerät. Auch Russland könnte dann an die neue Grenze mit der NATO, Finnland und Schweden zum Beispiel Iskander-Raketen stellen oder Soldaten dort stationieren. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, Gerät und Soldaten werden im Moment anderswo gebraucht. Und es ist deshalb auch gut möglich, dass Russlands eigentliche Antwort auf diese NATO-Osterweiterung in der Ukraine zu hören sein wird und zu spüren sein wird durch das russische Militär. Danke, Ina Ruck nach Moskau. Und wir kommen nach Deutschland. Auch das ist die neue Normalität, die uns die Pandemie beschert hat. Die Koffer sind gepackt, doch dann lange Schlangen beim Check-in, stundenlanges Warten am Gepäckband und manche Flüge, die gleich gar nicht stattfinden. Denn es fehlt an allen Ecken und Enden an Personal, das während Corona abgebaut wurde. Es flog ja kaum noch einer. Pünktlich zum Ferienstart, also Chaos an deutschen Flughäfen. Und wenn dann noch, so wie heute in Frankfurt, ein Softwareproblem dazukommt, dann geht gar nichts mehr. Dominik Nurnay. Sie schwanken zwischen Resignation und Verzweiflung. Die Reisenden hier in der Schlange warten seit Stunden darauf zu erfahren, ob und wann sie ihre Anschlussflüge kriegen. Wegen eines Softwareproblems bei der deutschen Flugsicherung heute Morgen konnte nur die Hälfte aller Flüge abgewickelt werden. Verzögerungen im gesamten Ablauf. Katastrophal. Schlecht. Es gab keine übergreifende Kommunikation. Wir sind gerannt. Dann war hier unten Riesenschlangen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Es gab keine Information, keine Hilfe für internationale Reisende. Das ist der schlimmste Kundenservice, den ich seit langem erlebt habe. Lange Schlangen bei der Sicherheitskontrolle und vor allem Personalnot beim Bodenverkehrsdienst. Also bei denjenigen, die die Koffer ein- und ausladen. Michele Di Sirio macht den Job seit 20 Jahren. Viele seiner Kollegen sind in den vergangenen Monaten gegangen. Wir kriegen nicht mehr das Stammpersonal, das wir früher hatten, weil auch die Löhne geringer sind. Ja? Und das tut sich in jedem Bereich spiegeln, ob es jetzt im Flugzeugabfertigungsbereich ist oder auch in der Passage oder irgendwo anders, weil es ist nicht mehr lukrativ.
für die Leute. Früh, spät, Nacht und Samstag, Sonntag arbeiten. Für das Bodenverkehrspersonal ist die Arbeitsbelastung deshalb immer weiter gestiegen. Es ist wirklich getaktet. Das heißt, jede Maschine muss gemacht werden, egal wie. Das heißt, man fertigt eine ab, ist fertig. Man kann nicht 5 Minuten sich mal erholen oder so oder Luft nehmen und man geht auf die nächste Maschine. Und da steht schon die Maschine bereit, schon mit Passagieren an Bord. Ja? Und die Fracht steht dort, die ist noch nicht mal entladen. Um diesem Notstand abzuhelfen, will die Bundesregierung kurzfristig 2000 Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben. Bundesarbeitsminister Heil sieht den Grund für die Personalnot aber nicht nur in der Pandemie. Wir müssen feststellen, dass in einigen Bereichen Bodenpersonal an den Airports entlassen wurden, zum Teil auch mit Abfindung, oder in anderen Bereichen Kurzarbeit nicht aufgestockt wurden, sodass Menschen aufgrund der Einkommensverluste sich umorientiert haben, zum Beispiel in die Paketbranche gewechselt sind. Das Chaos also ein hausgemachtes Problem? Der Lufthansa und der Fraport-Chef haben sich bei ihren Kunden entschuldigt und werben um Verständnis, denn ganz so einfach sei es nicht. Wenn man alles richtig gemacht hat, muss man im Nachhinein schauen. Wir haben schon lange eingestellt, wir hätten gerne sogar noch mehr, noch schneller eingestellt, sind aber auf einen Arbeitsmarkt gestoßen, der vollbeschäftigt ist. Das war die große Schwierigkeit dabei, darum sind wir nicht so schnell hochgekommen. Das Zweite ist aber auch, es möchten viel, viel mehr Menschen fliegen. Und das ist ja gut, das ist schön, als angenommen wurde. Wir hatten im ersten Quartal noch 30% des normalen Niveaus vor Corona. Nur 30%. Wir liegen jetzt bereits bei 80%, im Peak sogar bei 100%. An Wochenenden auch sehr stark. Damit hat keiner gerechnet. Bis die Arbeitskräfte aus dem Ausland da und vor allem geschult sind, wird es wohl frühestens September werden. Immerhin der Monat mit der stärksten Jahresauslastung in Frankfurt. Enzo Weber ist Wirtschaftswissenschaftler am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg und hilft uns jetzt zu verstehen, was hier gerade schiefläuft, zum Beispiel an den Flughäfen. Guten Abend, Herr Weber. Guten Abend, Frau Mioska. So, die Unternehmen heben jetzt die Hände und sagen, Corona ist schuld an der Massenabwanderung der Hilfskräfte. Stimmt denn das? Ist das der einzige Grund? Also Corona ist schon ein wesentlicher Grund für diese ganz akuten Personalengpässe, die wir im Moment in den Branchen haben, Flugbranche, Gastronomie, Kultur, Freizeitveranstaltungen, die so stark von der Krise betroffen waren. Aber das Überraschende ist, die Massenabwanderung, die hat es nicht gegeben. In der Krise, da wurden sogar weniger, und zwar deutlich weniger Jobs beendet, als das vor der Krise üblich gewesen ist. Also in der Krise, da war Ruhe im deutschen Arbeitsmarkt, da ist nicht viel passiert. Das bedeutet aber auch, es wurde über eine lange Zeit sehr, sehr wenig eingestellt. Das, was wir jetzt sehen, das ist also, dass viele Branchen gleichzeitig so einen angestauten Nachholbedarf bei Neueinstellungen realisieren möchten, und zwar sehr kurzfristig. Und so schnell geht das einfach nicht. Also Corona ist da sozusagen zu schnell für den Arbeitsmarkt. Komisch, der Fraport-Chef hat gerade in unserem Film gesagt, er habe lange versucht, Leute anzustellen, aber er sei auf einen Arbeitsmarkt getroffen, der voll beschäftigt gewesen sei. Im Moment sind wir einfach in einer Situation, der für diese Branchen so von diesen ganz kurzfristigen Problemen geprägt ist. Also man versucht jetzt das Geschäft nach der Omikron-Welle sehr schnell wieder hochzufahren. Und das versuchen viele gleichzeitig. Und dann trifft man auf die Situation, dass man so schnell die Leute nicht bekommt. Aber es ist richtig, wir haben auch eine grundsätzliche Knappheit im deutschen Arbeitsmarkt. Also vor Corona haben wir ja auch über Fachkräfteengpässe geredet. Da war es aber zum Beispiel mehr das Handwerk, da war es die IT, da war es Pflege, da war es Erziehung. Und dann werden auch noch die Babyboomer in Rente gehen in den nächsten Jahren. Das kann dann sogar zu einer Schrumpfung führen. Bleiben wir noch mal bei denen, die jetzt kurzfristig die Branche gewechselt haben, nämlich die, die arbeitslos geworden sind oder gar nicht erst eingestellt wurden. Wo sind denn die nach dem Lockdown, nach Corona eigentlich alle hin? Also man kann zum Beispiel sehen, wo Menschen, wenn sie in der Gastronomie beispielsweise ihren Job in der Krise verloren haben, was gar nicht so häufig vorkam, aber wo die dann danach hingegangen sind. Und das war weniger häufig in die Gastronomie zurück, sondern stärker in Bereiche, die in der Krise halt gut liefen. Also Lieferdienste zum Beispiel oder Supermärkte oder Testzentren oder Callcenter. Nun will die Regierung, wir haben es gehört, erleichtern, dass Hilfskräfte aus anderen Ländern, vor allem aus der Türkei, einspringen. Das kann ja erstmal nur ein Notpflaster sein, oder?
Die Maßnahme dient jetzt dazu, diese ganz akute Situation, die wir im Moment an den Flughäfen haben, zu entspannen. Also das ist wirklich eine Notmaßnahme und als Notmaßnahme vielleicht nachvollziehbar. Aber es darf auch wirklich nur die absolute Ausnahme bleiben. Denn so ein kurzfristiges Rein und Raus von Hilfskräften, das ist wirklich nicht das, was wir in der Fachkräftepolitik brauchen, sondern wir brauchen eine längerfristige Zuwanderung, auch mit einer sehr, sehr guten Integration dann in Deutschland. Mhm. Also das ist interessant und das richtet sich ja auch an die Politik, die gerade mit dem Finger vor allem auf die Wirtschaft zeigt und sagt, wir haben im Moment keine Schuld. Dabei ist die auch in der Verantwortung, oder? Also sicher muss sich jetzt jeder an die eigene Nase fassen. Man sollte jetzt vielleicht die Firmen nicht beschuldigen, dass sie in der Krise so wenig eingestellt haben, denn die kommen ja aus ihrer Jahrhundertkrise. Aber jetzt muss man sich diese Knappheit bewusst machen und muss in vielen Fällen sicherlich auch umdenken bei den Arbeitsbedingungen, zum Beispiel Arbeitszeiten, bei denen die Beschäftigten mehr Mitspracherecht haben, den Job mehr an ihr Leben anpassen können oder in den ganz akuten Mangelsituation. Da kann man jetzt durchaus auch zu besonderen Maßnahmen greifen. Da muss man nicht nur ins Ausland schauen, sondern man kann ja auch zum Beispiel sagen, wer jetzt in diese kritischen Teile der Flugbranche geht, der bekommt beispielsweise die Probezeit verkürzt. Also 2 Wochen Probearbeiten, danach längerfristige Perspektive. Das wäre doch mal was. Also auch für Leute in Deutschland Anreize schaffen. Neben Tourismus, Sie haben es angesprochen, klagen ja auch andere Branchen, Gastronomie und Einzelhandel, über zu wenig Personal. Werden wir uns jetzt auf einen dauerhaften Mangel einstellen müssen? Also wir haben in diesen Branchen, die so stark von der Krise betroffen waren, so lange zumachen mussten auch, da haben wir jetzt erstmal einen kurzfristigen Sondereffekt. Lange, lange Flaute, danach sehr kurzfristig hochfahren. Also das wird sich mit etwas mehr Zeit auch wieder etwas geben. Aber das heißt auch, wir werden da schon Schritt für Schritt bis nächstes Jahr rechnen müssen. Aber die grundsätzliche Knappheit, die wir bei Arbeitskräften jetzt in Deutschland haben, die wird sich mit der Zeit nicht geben. Ganz im Gegenteil. Ohne Zuwanderung würden wir wegen der Verrentung der Babyboomer bis 2030 sogar 5 Millionen Personen im Arbeitsmarkt in Deutschland verlieren. Also da müssen wir unbedingt gegensteuern. Sagt der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Weber. Dankeschön. Und das Gespräch zum Flughafenchaos haben wir aufgezeichnet. Und die Meinung dazu, die kommt jetzt. Und zwar von unserem Luftfahrtexperten Michael Immel. Was bitte sollen wir als Fluggäste eigentlich noch ertragen? Endlose Schlangen am Check-in, Koffer, die stundenlang nicht auftauchen, tausende Flüge gestrichen. Der Sommerurlaub entpuppt sich für viele Reisende als Vollkatastrophe. Denn eine ganze Branche versagt gerade. Klar, das System Luftfahrt muss flexibel hochgefahren werden. Einen Vorgeschmack auf den Sommer gab es ja schon zu Ostern. Jetzt sind es wieder fast so viele Flüge wie vor der Pandemie. Aber ich bin irgendwie doch erstaunt. Reisebeschränkungen fallen und alle wollen wieder in den Urlaub fliegen. Nur darauf sind Flughäfen, Airlines und Sicherheitskontrolleure nicht eingestellt. War das wirklich nicht vorhersehbar? Ernsthaft? Und so greifen jetzt 3 Minister ans Steuer. Aber das macht es kein Stück besser. Einen konkreten Fahrplan nennen sie nicht. Nur so viel. Erst anwerben, dann ausbilden und hinzu kommt noch eine Sicherheitsüberprüfung. Allein die dauerte zuletzt Monate. All das soll nun schneller gehen, aber haben Sie schon mal einen Reisepass beim Amt heute bestellt und gleich mitbekommen? Das ist doch alles Augenwischerei, Aktionismus. Wohl frühestens nach den Sommerferien werden wir sehen, wie sich die Lage entspannt. Wobei, morgen beginnen Tarifgespräche. Verdi fordert 9,5% mehr Lohn für tausende Beschäftigte am Boden und in der Technik. Noch mehr Sprengkraft hat ein Streit zwischen Lufthansa und ihren Piloten. Da könnte sogar noch ein Streik drohen. Eine ganze Branche ist in heftige Turbulenzen geraten. Reisende brauchen diesen Sommer starke Nerven. Die Meinung von Michael Immel. Es war vor 6,5 Jahren, als Frankreich in einer Novembernacht ein nationales Trauma erlebte. Eine beispiellose Anschlagsserie in Paris. Islamistische Terroristen richteten ein Massaker im Konzerthaus Bataclan an. Sie schossen um sich in mehreren Cafés und Bars. 130 Menschen starben, mehr als 350 wurden verletzt. Und das Land ist seither nicht mehr dasselbe, das es mal war. Heute Abend nun endete der Prozess gegen den einzigen überlebenden Attentäter und zahlreiche Helfer.
Und auch wenn die Urteile den zahllosen Opfern und Hinterbliebenen vielleicht Genugtuung verschaffen, die Wunden schließen sie nicht. Friederike Hofmann. Die Stimmung im Pariser Justizpalast ist angespannt. Die Nebenkläger strömen in den Saal zur Urteilsverkündung im größten Terrorprozess der französischen Geschichte. Wenn ich hätte arbeiten müssen, wäre es echt kompliziert geworden. Ich merke schon, dass das echt schwer ist. Ich habe schlecht geschlafen. Christophe Naudin will als Nebenkläger unbedingt dabei sein. Er hat die Anschläge vom 13. November 2015 überlebt. Mit zwei Freunden ist er auf dem Konzert im Bataclan, als die Terroristen den Saal stürmen. Christophes Freund Vincent wird getötet. Einer von 130 Toten in dieser Terrornacht. Mehr als 350 werden verletzt. In Cafés, in Bars und rund um das Stade de France, wo das Fußballspiel Frankreich-Deutschland stattfand. Christophe Naudin hat überlebt, weil er sich in einen Abstellraum flüchten konnte. 19 von 20 Angeklagten wurden heute in allen Punkten schuldig gesprochen. Für den Hauptangeklagten Salah Abdeslam, den einzigen Überlebenden des Terrorkommandos, haben die Richter die Höchststrafe verhängt. Das bedeutet in Frankreich eine lebenslange Freiheitsstrafe, die so gut wie nicht verkürzbar ist. Nach dem Urteil Erleichterung bei vielen Nebenklägern. Ich bin davon überzeugt, dass diese strenge Strafe viele der Opfer und Angehörige zufriedenstellen wird. Christophe Naudin war gerade am Anfang regelmäßig im Gericht. Dass der Hauptangeklagte Salah Abdeslam sich erst zum Islamischen Staat bekennt, sich dann aber bei den Opfern und Hinterbliebenen entschuldigt hat, ist für Christophe schon fast ein Hohn. Ich habe nicht viel erwartet, aber ich bin etwas in die Falle von Abdeslam getappt, als er ankündigte, auszusagen. Obwohl er etwas geredet hat, hat er letztendlich gar nichts gesagt. Der Prozess war für Christophe wichtig, um mehr über die Hintergründe der Attentate zu erfahren. Er gehörte zu der Gruppe der Nebenkläger, die darum gebeten hatten, dass eine Audioaufnahme aus dem Bataclan abgespielt wird. Für ihn einer der wichtigsten Momente des Prozesses. Das waren ja nur ein paar Minuten, aber es hat mir geholfen zu verstehen, wie der zeitliche Ablauf wirklich war. Es waren eigentlich nur wenige Minuten, aber in der Situation damals kam es mir ewig vor, als geschossen und nachgeladen wurde. Christophe hat direkt nach den Attentaten wieder begonnen, als Lehrer zu arbeiten. Er wirkt ruhig und abgeklärt, aber das Trauma ist immer da, sagt er. Der Prozess ist so gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe. Ich habe mehr verstanden, was damals passierte. Das war nützlich für die meisten von uns. Aber ob ich nun etwas abschließen kann, das weiß ich nicht. Da mache ich mir etwas Sorgen, mal sehen. Christophe will jetzt nach vorne blicken. Aber er hat Angst, dass jetzt die große Lehre kommt, nach dem Prozess. Wenn in Deutschland jetzt die Ferien beginnen, in Nordrhein-Westfalen haben sie schon begonnen, dann dürfte sich bei einigen Lehrerinnen und Lehrern die Urlaubsfreude in Grenzen halten. Weil keine Schule für sie auch gleichzeitig heißt, keine Arbeit. In Deutschland gibt es tausende Lehrkräfte, die nur für eine begrenzte Schulzeit angestellt werden, sich aber immer zu den Ferien wieder arbeitslos melden müssen. Dieses für die Arbeitgeber portemonnaieschonende System ist ebenso absurd wie wiederkehrend. Und das, obwohl doch in Deutschland überall Lehrerinnen und Lehrer gesucht werden. In Baden-Württemberg wird besonders oft von dieser Praxis Gebrauch gemacht. Von dort berichten Stefan Meyer und Markus Pfalzgraf. An diesem Tag einmal im Jahr malen sich Zähne Frankenbund an. Sprachkompetenz, daran fehlt es in dieser Vorschule in Stuttgart noch. Maike König und Mareike Clark arbeiten an der Schulreife der Kinder. Beiden macht ihr Job Spaß, beide werden dringend gebraucht. Obwohl sie keine Fachlehrerinnen sind. Mareike Clark etwa ist Diplompädagogin. Dieser Makel führt sie jetzt zum vierten Mal in die Arbeitslosigkeit während der Sommerferien. Der letzte Tag ist immer der letzte Schultag auch. Das steht von vornherein fest. Und dann weiß man oft erst gegen Ende der Sommerferien, ob oder ob nicht man wieder arbeiten darf. Und das ist natürlich so ein bisschen auch fehlende Wertschätzung und Anerkennung, dass man halt immer wieder arbeitslos ist, dass das System einfach so ist. 6,5 Wochen Zwangspause, finanzielle Einbußen. Wer wie Mareike Clark in den letzten 30 Monaten mindestens 12 Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt war, hat Anspruch auf Arbeitslosengeld. Wer nur ein Schuljahr beschäftigt war, bekommt lediglich Grundsicherung, Hartz IV.
Wir sprechen da seit Jahren drüber, dass das kein angemessener Umgang mit Menschen ist, die eine wertvolle Arbeit leisten. Es geht eher um überschaubare Beiträge. Meines Wissens sind es rund 14 Millionen im Jahr, die da im Gespräch sind. Das sollte dem Land gute Kolleginnen und Kollegen wert sein. 14 Millionen, das ist ein Tausendstel der Haushaltssumme des baden-württembergischen Kultusministeriums. Es geht um etwa 3000 Lehrkräfte im Land, die man über die Sommerferien weiter bezahlen müsste. Das kostet Geld und eine entsprechende politische Haushaltsentscheidung ist dazu in Baden-Württemberg nicht getroffen. Und an dieser Praxis dürfte sich nichts ändern. In Baden-Württemberg nicht, in Bayern, Niedersachsen oder Hamburg nicht. Obwohl bundesweit akuter Lehrkräftemangel herrscht. Wenn ich mir angucke, dass das arme Bundesland Berlin es schafft, die Menschen über die Sommerferien zu beschäftigen, dann frage ich mich schon, welche Prioritäten das reiche Bundesland Baden-Württemberg setzt. Und die sind definitiv nicht bei Bildung, wenn vor den Sommerferien die wichtigen Fachkräfte entlassen werden. Für Maike König heißt das Unsicherheit bis zur neuen Vertragsunterschrift am Freitag vor dem Schulbeginn im September. Erst dann erfährt sie auch ihre Gehaltsstufe. Zeit zur Unterrichtsvorbereitung bleibt keine. Hat sie schon mal über einen Jobwechsel nachgedacht? Ja, habe ich. Aber ich kann es nicht übers Herz bringen, den Kindern willen. Weil wenn hier irgendwann keiner mehr arbeitet, wenn alle ja den gleichen Gedanken haben, der auch von meiner Sicht aus verständlich ist, sind die Kinder hier irgendwann auch aufgeschmissen. Hier sind sie es nicht, weil sie von Lehrkräften betreut werden, die trotz der Befristung bleiben. Die Politik profitiert von ihrem Idealismus und spart auf ihre Kosten. Einen Beschluss über ein Aus für Verbrennermotoren haben die EU-Umweltminister zwar gefällt, das heißt aber nicht, dass der Streit darüber geschlichtet wäre. Die Nachrichten mit Jens Riva. Die Einigung der EU-Umweltminister auf ausschließlich emissionsfreie Neuwagen von 2035 an stößt auf ein geteiltes Echo. Bundesumweltministerin Lemke von den Grünen sprach von einem Durchbruch beim Klimaschutz im Verkehrssektor. Deutschland drängt allerdings darauf, dass Fahrzeuge mit CO2-neutralen Kraftstoffen nicht ausgeschlossen werden. Umweltverbände kritisieren das als Scheinlösung. Auch in der Automobilindustrie sind die Reaktionen gespalten. BMW bezeichnete das Verbrenneraus als industriepolitischen Fehler. VW sieht sich mit seinen Elektromodellen bestens vorbereitet. So viele Gefangene wie bislang noch nie im Ukraine-Krieg sind heute durch einen Austausch befreit worden. Die Ukraine und Russland sprechen von insgesamt knapp 300 Menschen. Wie das Verteidigungsministerium in Kiew mitteilte, handelt es sich um 144 ukrainische Soldaten, unter ihnen 95 Kämpfer aus dem Azov-Stahlwerk in Mariupol. Dort hatten sie sich nach wochenlangen Kämpfen Mitte April ergeben. Daniel Günther ist an der Spitze der schleswig-holsteinischen Landesregierung wiedergewählt worden. 47 von 66 Abgeordneten im Kieler Landtag hatten für den CDU-Politiker gestimmt. Im Anschluss an die Wahl wurde der 48-Jährige vereidigt. Günther will in den kommenden 5 Jahren mit der neuen schwarz-grünen Koalition regieren. Die Fortführung des Dreierbündnisses mit der FDP war am Widerstand der Grünen gescheitert. Die Inflation in Deutschland hat sich im Juni erstmals wieder leicht abgeschwächt. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 7,6% mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Näheres dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Das Entlastungspaket aus Tankrabatt und 9-Euro-Ticket wirkt doch. Zumindest ein klein wenig haben die Maßnahmen die zuvor fast ungebremste Teuerung in Deutschland abgemildert. Kein Rückgang, von dem man sich viel kaufen könnte. Eine Atempause. Bestimmt kein Wendepunkt. Aber immerhin, der Preisauftrieb hat etwas nachgelassen. Die Inflationsrate ist von 7,9% im Mai auf 7,6% im Juni gesunken. Allein Energie aber kostete die Verbraucher im Juni fast 40% mehr als im Vorjahresmonat. Im September läuft der Tankrabatt schon wieder aus, dann dürfte auch die Inflation wieder steigen. Die meisten Deutschen planen, laut einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung, mehr zu sparen. Zuallererst bei Energie und auch bei Lebensmitteln. Der frühere Musikstar R. Kelly ist in einem Missbrauchsprozess vor einem Gericht in New York zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Eine Jury hatte ihn vergangenes Jahr für schuldig befunden, unter anderem wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung. Die Anwälte hatten eine deutlich geringere Strafe gefordert.
Um eine ungefähre Vorstellung davon zu erhalten, wie es in der Seele dieser Frau aussah, muss man nur hinsehen und auch hinhören. Stellen Sie sich vor, Sie müssten jeden Tag auf eine Hochzeit gehen als Braut. So in der Art ist mein Leben, sagte die Frau, die den Tag ihrer Hochzeit als den schlimmsten ihres Lebens bezeichnete. Dieser Tag stand am Anfang einer Tragödie, die vor 25 Jahren jäh mit dem Tod Dianas endete und deren schmerzliche Facetten nun in einer Dokumentation noch einmal sichtbar werden. Sven Lohmann hat The Princess gesehen. Meine erste Frage an Sie lautet, welche Gemeinsamkeiten haben Sie? Eine schwierige Frage. Was meinst du? Sinn für Humor und draußen sein. Der Film schickt den Zuschauer zurück mitten rein in die 80er Jahre, so als schaue er Dianas Geschichte erneut zu. Nur mit dem beklemmenden Gefühl, bereits mehr zu wissen über ihr Schicksal. Manch seltener Einblick erscheint so in einem anderen Licht. Der Film verzichtet auf eine Einordnung aus heutiger Sicht. Er arbeitet ausschließlich mit Archivaufnahmen und Originalkommentaren. Der Prinz ist nur noch zweitrangig. Alle wollen die Prinzessin sehen. Stehe ich im Weg? Der Oscar-nominierte Regisseur Ed Perkins hat diese Form bewusst gewählt, um das viele und dauerhafte Gerede damals über Diana miterzählen zu können. Dabei würdigen sie sich keines Blickes. Wenn es funktioniert, erzeugen wir so eine sehr gegenwärtige, tiefgehende und emotionale Reise. Meine Hoffnung ist, dass dadurch jeder Raum für seine eigenen Schlussfolgerungen bekommt. To kind of come to their own conclusions. Oft heißt es, ist der Kauz 12 heute ausgeflogen oder so ähnlich? Manchmal kann das auch irritieren, weil im Stimmengewirr nicht immer klar ist, wer im Hintergrund spricht. Die gesamte toxische Mischung von Dianas Leben als Prinzessin holt Perkins aus den Archiven. Die gnadenlose Jagd der Medien. Die Rolle des Königshauses, dass vor allem Diana wenig hilft und schützt. Ein moderner Mensch geht an den Fesseln dieser Institution zugrunde. Später die Kritik an Charles, der eigentlich eine andere Frau geliebt hat und weiter liebt. Stattdessen fühlte er sich gezwungen, ein jungfräuliches Mädchen aus gutem Hause zu ehelichen. Sie galt als bessere Partie. In dem Film steckt keine neue Enthüllung über Diana und ihren dramatischen Tod, nachdem sie von Paparazzi im Auto gejagt wurde. Aber er führt noch einmal vor Augen, was alles zu ihrem Schicksal beigetragen hat und wie viele Möglichkeiten es vielleicht auch gegeben hätte, die Tragödie zu verhindern. The Princess, eine Koproduktion des NDR, BR und RBB, läuft ab Donnerstag in den Kinos und dann Ende August auch in der ARD Mediathek und im Ersten. So, Wetter. Sven, bleibt so warm. Es wird noch wärmer, Karen, am morgigen Donnerstag und dann gibt es gegen Abend und in der Nacht zum Freitag Gewitter. Und beim Wort Gewitter muss ich kurz auch apropos sagen und noch mal in den Alpenraum schauen. Da gibt es wahnsinnige Gegensätze. In Kärnten kräftigste Unwetter. Sie sehen das hier, das ist die große Überflutung, die es dort gegeben hat. Es erinnert unweigerlich an unsere Flutkatastrophe im Ahrtal. Letztes Jahr ist hier schon wieder die Aufräumarbeiten. Arjach, da hat es 130 Kilometer pro Stunde als Spitzenböe gegeben. 128 Liter auf den Quadratmeter in wenigen Stunden sind gefallen. Das ist das, was eigentlich normalerweise in einem ganzen Junifeld. Und das ist der Gegensatz in den Alpen bzw. südlich davon, die Po-Ebene. Es ist praktisch niederschlagsfrei. Ein Viertel des Niederschlags seit Jahresbeginn ist gefallen und die nächsten Tage weiter sonnig in der Region, 32 bis 37 Grad. Da kommt nichts nach. So, und jetzt gehen wir zu uns rüber. Was haben wir bei uns? Wir haben noch ein paar Schauer und Gewitter in der Osthälfte. Die werden sich zurückziehen. Danach reißt der Himmel in der Nacht auf und das Ergebnis ist morgen Vormittag, also sehr schön mit viel Sonnenschein, aber Sie sehen hier schon die Wolken rankommen. Die bringen einige vorlaufende und später mit der Front häufiger Schauer und teilweise wieder unwetterartige Gewitter, Hagelplatzregen, Sturmböen nicht ausgeschlossen, dann in die Nacht zum Freitag hinein.
Wenn wir auf die Frühtemperaturen gucken, im Osten 17 bis 19, sonst 12 bis 16 Grad. Der morgige Nachmittag dann, wie gesagt, heiß 28 bis 33 Grad. Ganz im Norden 27, an der Ostsee bei auflandigem Wind 33. Nee, da steht 23 und die sind es auch, 23 Grad. Dann der Freitag mit dieser Front, im Osten noch die Hitze, dann die Gewitter, dann die Beruhigung. Samstag wieder Sonnenschein um 30 Grad. Vielen Dank dafür, Sven. Und hier im Ersten diskutiert jetzt Sandra Maischberger mit ihren Gästen, unter anderem mit dem Präsidenten der Bundesnetzagentur, wie es mit immer weniger Gas weitergehen könnte. Um 0.05 Uhr meldet sich Kirsten Gerhardt mit dem Nachtmagazin und wir morgen wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen.